Willkommen zurück, Freunde, zu Metroid Prime. Im letzten Part haben wir die Super Missile, glaube ich, bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und nun gibt es noch weitere Wege, wie diesen hier, den wir noch nicht erforscht haben. Wo ich aber auch jetzt nicht die Super Missile für brauche. Was natürlich so ein bisschen merkwürdig ist. Ich weiß nicht. Ist jetzt die Frage, macht es Sinn, Missiles zu verschwenden? Wo ich doch jetzt nachher die Super Missile kriege, beziehungsweise nutzen soll. Das ist so. Okay, das neue Gebiet steht an. Ich hab Angst. Ich sage, wie es ist. Ich habe richtig Muffensausen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt kommt. Und ob wir dann da auch. Wobei, das ist wieder gar kein neues Gebiet, ne? Das denkt man immer nur. Die lassen das so aussehen, aber es ist kein neues Gebiet. Es ist immer noch die Eiswüste. Lull. Die hört gar nicht auf. Die ist echt fucking groß. Okay, ich wollte gerade sagen, halten die jetzt mehr aus? Sind das andere? Ich sehe die nämlich das erste Mal so ein bisschen im Hellen. Und ich hatte die ganze Zeit das Feeling, die wären schwarz. Sind sie gar nicht. Okay, Fliegende. Fliegende sollten an sich nicht wirklich das Problem sein, wenn ich sie anvisieren kann. Sollte nämlich eigentlich alles ziemlich free sein, ja. Ja. Genau wie vorher. Komm, das war gar nicht der Plan. Nur zack, weg. Easy peasy. Geh noch weiter? Ah, da. Ja, komm, dann spam mir doch die Typen entgegen. Was soll's denn? Man macht doch nichts. Macht doch gar nichts, Mann. Zweimal aufgeladener Beam, fertig. Was wollen die denn? Ja, ist ja gut, entspann dich. Entspann dich, Kollege. Komm mal dahinter weg, weil so kann ich den nicht anvisieren, Mann. Super uncool. Guck mal, free. Aber immer noch nicht vorbei. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich jetzt langsam. Wobei, wir haben gerade mal knapp 50 verloren. Das ist alles noch im Rahmen. Okay, die Barriere ist davon weg. Und wir können jetzt nochmal hier ein bisschen die kleineren Kisten vielleicht mal auseinandernehmen. Ne? Man weiß ja nie. Vielleicht kriegt hier noch ein bisschen Energy. Da gäbe es ja nichts gegen einzuwenden. Denn die Gegnermassen, sie werden mehr. So, Punkt. Steht außer Frage. Das wird auch gefühlt nicht mehr weniger. So, dann wurde mir noch ein Tipp gegeben. Da können wir uns mal ganz kurz, uns anschauen. Und zwar mit Z. Ne, warte mal, das war nicht Z. Das hier ist Z. Kann ich die einzelnen Räume so abgehen? Und sehe dann auch die Türen in den einzelnen Räumen. Das war sowieso auch eine Sache, wo ich mich schon mal gefragt habe. Wieso sehe ich eigentlich nicht die Türen? Wie soll ich denn da überhaupt was herausfinden über die Karte? Das ist ein Tipp, auf den hätte ich auch mal selber kommen können, weil die Kartenauswahl, man hätte es jetzt mal durchlesen können, ne? Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und ich würde sagen, weil das so gut ist, ist das nicht sowieso die falsche Tür? So, warte. Hier will ich hin, ne? Jetzt brauchen wir wahrscheinlich den hier. Nein? Warte mal. Warte mal. Vor allem kann keine von diesen Türen gerade geöffnet werden. Das ist halt besonders verrückt. Wie jetzt? Mit keiner meiner Waffen kann ich diese Türen. Oh mein Gott, ich habe irgendwie. Auf irgendeinen Knopf habe ich die Dings geändert. Ich wollte schon sagen.
Mach mich nicht schwach, Junge. Von hier komme ich doch, oder nicht? So. Ey, ich dachte gerade, ihr wolltet mich jetzt... Okay, von welchem komme ich jetzt? Jetzt bin ich überfragt. Lass mich mal kurz... Der andere. Bitte in den anderen. Puh! Kurzer Schock. Ey. Aber hier ist gar nichts. Wieso ist hier nichts? Ah, deswegen. Okay. Okay, okay, okay. Konzentration, Pesado. Remote? Konzentration. Reißen Sie sich am Riemen. Es ist okay. Zutritt zum Forschungslabor. Äther genehmigt. Bitte Hologramm berühren. Forschungslabor. Da wird die Tür sein. Ah, so langsam hat er den Durchblick, ne? Kurz vielleicht was überprüfen, denn... Gerade jetzt, wo wir so viel, wo wir auch die Super-Missiles benutzen können, denke ich, wird es langsam wichtig, mal ein paar mehr Missiles im Generellen zu haben. Ich finde da die 30, wenn eine Super-Missile 5 verbraucht, finde ich die 30 eigentlich, also schon ein bisschen knapp. Wenn ich das mal so sagen darf, ist schon ein bisschen mager. Oder nicht? Mann, diese Dinger. Ich meine, ich könnte einfach durchlaufen, ne? Das ist. Wäre eine Option. Aber diese Dinger finde ich schon ein bisschen anstrengend. Ist das Metroid? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind in Gefahr. Aber irgendwas muss mit diesem Metroid ja sein. Ansonsten würde ich ja hier jetzt nicht einfach nur... Ich meine, hier muss es ja irgendwie weitergehen, ne? Hier ist ein roter Scanner. Neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Piraten vorgenommen. Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Eintrag 10444-4. Der erste Transfer von Metroids zu den wissenschaftlichen Labors auf Talon 4 ist abgeschlossen. Bei einem Vorfall am Landeplatz wurden 3 Exemplare vernichtet. Die restlichen konnten allerdings beruhigt und in Folge sicher überführt werden. Erste Tests mit der Infusion von Fazon befinden sich in Vorbereitung. Mit Spannung erwarten wir die Auswirkungen des Fazons auf die Metroids. Dies gilt insbesondere für ihre Fähigkeit, die von Fazon abgegebene Energie zu absorbieren und zu verarbeiten. Erste Studien lassen auf eine beachtliche Zunahme und Größe und Körperkraft schließen. Ob diese Kreaturen in diesem Zustand lebensfähig sind, wird sich noch erweisen müssen. Ah, da ist noch ein roter. Mal hier passiert was, oder? Neuer Eintrag, Piraten. Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Mhm. Die Rekonstruktion der männlichen Lebensform 187, Codename Ridley, wurde kürzlich abgeschlossen. Nachdem er auf Cebes bezwungen wurde, ordnete das Kommando an, diverse metagenetische Verbesserungen an ihm vorzunehmen. Obwohl daraus eine gesteigerte Aggressivität resultierte, konnten wir diese Veränderung innerhalb eines Zyklus verwirklichen. Die Metamorphose scheint sehr schmerzvoll gewesen zu sein, aber letzten Endes war sie erfolgreich. Frühe Tests haben eine drastische Zunahme der Körperstärke sowie der Bewegungs- und Angriffsfähigkeiten angezeigt. Kybernetische Module und eine Panzerung wurden zusätzlich appliziert. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Neuschöpfung, die wir als Meta Ridley bezeichnen, das Rückgrat unserer Sicherheitskräfte werden wird. Diese Aufgabe wird er sicherlich mit besonderer Hingabe erfüllen. Okay. Aber ich... frage mich halt immer noch, was ich hier... Soll ich den gleich freilassen? Ist es das, was sie von mir wollen? Neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Typisierung vorgenommen. Typos Talon Metroid. Infolge der Einwirkung durch Fazon mutierter Metroid, ähnlich wie die dominierende Spezies von SR388, der Metroid kann auch der Talon Metroid jeglicher Lebensform Vitalkraft entziehen. Dazu klammert er sich an seine Beute, absorbiert ihre Energie und nimmt dabei an Größe zu. Durch den Wechsel zum Morphball mit anschließendem Einsatz einer Bombe lässt sich der Talon Metroid abschütteln. Ich wollte gerade sagen, das ist schon der Hinweis. Wie ich ihn am Ende loswerde, ne? Aber den besiege ich. Ist ja noch klein.
genau. Der ist ja noch klein, ist ja nichts los, ne? Ah, und dann geht es auch weiter. Ich hätte nur den scannen müssen. Ja gut, aber ich wollte ja auch... Wollte ja auch wissen, was los ist, ne? War ja auch ein bisschen... wichtig irgendwie. So ganz... ganz gechillt, ganz cremig einfach hier durch. Es ist als wäre nichts los. Ich meine, klar... sind so ein bisschen noch die Piraten unterwegs, aber hey! Solange nicht aus dem Nichts Meta Ridley auftaucht. Und selbst wenn. Wisst ihr, was ich denn mache? Mach ich platt! Ist doch gar nichts los. Ist doch gar nichts los. Ich mache ihn einfach platt. Gut, wir gucken erstmal hier unten weiter. Da ist vor allen Dingen auch noch ein Metroid. Den man sich eventuell kümmern muss. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass wir die Metroids hier da lassen sollen, ne? Das ist auch relativ unwahrscheinlich. Deswegen... Okay, den muss ich nicht scannen. Ja, okay. Ich mach's mal sicherheitshalber, ne? Ich meine, ich spiele Metroid. Das bedeutet, ich soll Metroids töten, ne? Das ist doch ziemlich eindeutig. Ich bitte euch. Der kann doch nicht, die haben kleinen Metroiden. Doch, wisst ihr ja, dass es kann, ne? Wisst ihr ja, dass ich es kann. Wie ich das kann. Weißt du was? Lass die mal, wo sie sind. Nein! Das wollte ich nicht. Ich wollte noch gar nicht nach unten. Geh wieder hoch. Oh mein Gott, die geht die Action ja richtig ab. Muss man. Und zack. Und zack. Und tschüss. Wieder hoch. Da oben war nämlich auch, glaube ich, noch ein Metroid, wenn mich nicht alles täuscht. Kollege. Kollege. Du störst ganz gewaltig. Okay, alles gechillt. Von da bin ich hergekommen, ne? Da ist ein Metroid. An den ich diesmal, glaube ich, nicht rankomme. Ich könnte natürlich... Ich kann sie versuchen. Es geht nicht. Ich kann keine Supermissile abfeuern. Oder war die Supermissile... Na, okay, dann lasse ich... Dann lasse ich den mal... Oder... Ich weiß nicht. Fühl mich nicht gut bei. Verbindung zum Steuerstromkreis des Sicherheitskraftfeldes unterbrochen. Ah. Neue Fähigkeit. War gar nicht unbedingt mein Ziel. Oder ich hatte es zumindest nicht auf dem Schirm. Aber hey. Eins, down. Nummer zwei. Gibt es noch weitere? Tür kann mit der Waffe nicht geöffnet werden. Dann schauen wir mal kurz, ob ich hier noch irgendwas finde, um dieses Ding zu öffnen. Ist garantiert hier. Verbindung zum Haupt... Ja, guck mal, unterbrochen. Das klingt doch ziemlich gut. Und was ist das Feines? Das ist auf jeden Fall das, womit ich wie man bitte diese Tür da öffnen kann, oder? Ja, natürlich. Ich meine, was sonst? Ich komme noch nicht rein. Krieg's immer noch nicht. Weil es hier noch auf irgendeiner Etage wahrscheinlich etwas gibt zum Öffnen. Woran ich gerade eiskalt vorbeigelaufen bin in meinem... In meiner Runterspringaktion. Wobei, ich gar nicht mal so unbedingt sagen. Wärmebildsoftware übertrifft ursprüngliche Erwartungen. Das Kommando beurteilt zurzeit die Einsatzmöglichkeiten im Kampfgebiet. Fendrana genehmigt. Prototypvisoren. Sicherheitspersonal genehmigt. Das ist wahrscheinlich das, was wir haben wollen, ne? Dieser Prototyp. Guck mal, ich kann ihn wieder Talon.
Abschütteln. Kommst da trotzdem nicht raus. Kommst da trotzdem nicht raus. Und ich komme da im Moment noch nicht dran. Aber wieso nicht? Und gibt es hier noch irgendwo eine Möglichkeit, irgendetwas ein- oder auszuschalten? Vielleicht der Metroid, ne? Ich weiß es nicht, aber ist eigentlich auch nicht sehr wahrscheinlich, dass der es ist. Hier ist halt auch noch einer. Hier gibt es auch nirgendwo wieder irgendwelche Sachen zum An- oder Ausmachen. Und ganz oben haben wir ja schon die eine Sache da ausgestellt. Kann natürlich auch sein, dass ich gerade wieder doof bin. Will ich nicht ausschließen. Ja, den habe ich halt schon gedrückt. Komm, Wolle, jetzt stell dich nicht doof. Komm, das wird doch irgendwie. Ist doch bestimmt wieder eine super einfache Sache. Guck mal hier, der ist noch richtig rot. Den habe ich wohl übersehen. Ja, okay. Es gab doch einen, der einfach übersehen wurde. Gott sei Dank. So, dann ein neuer Visor, so wie es aussieht. Klingt irgendwie nicht sonderlich spektakulär. Thermalvisor erhalten. Bitte Minus gedrückt halten, auf den linken Bereich zeigen und Minus loslassen. Mit Hilfe des Thermalvisors lassen sich kalte und warme Objekte sowie verborgene Ziele für den Wavebeam finden. Zusätzlich dann ertragen im Moment. Ah ja. Ach, hey, Jemine. Ist jetzt die Frage, wie gut werde ich das gleich alles erkennen? Nehmen wir erstmal den Shit hier. Und dann sollten wir wohl offenkundig wieder. Mit der Waffe nicht geöffnet werden, ist in Ordnung. Wahrscheinlich wieder hoch. Wahrscheinlich können wir jetzt auch die Metroids treffen, oder? Sehen wir, dass da irgendwo eine Schwachstelle drin ist. Oder wir besiegen sie einfach so. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Genau. Du hältst doch nichts mehr aus. So. Ich weiß halt nicht, ob ich hier gerade irgendwie was sehen sollte. Was ich nicht sehe. Ich würde sagen, nein. Komm raus. Schon sagen. Wir wissen beide, dass du rauskommen willst. Und dass das jetzt auch fürs Spiel relevant ist. Dass ich alle nochmal hier töte. Ein paar leuchten, ein paar nicht. Da oben. Da ist was. Ich hab's gesehen. Und es ist nicht nur der Metroid. Da ist was Auffälliges. Was auch immer es ist. Zack. Easy going. Was ist das? So kann ich es nicht scannen. Wie scanne ich das jetzt? Ah. Das sollte ich machen, ja. Was ist das? Ich sehe nicht, was das ist. Ist das einer von den Fliegenden? Hör auf mit dem Scan-Visor. Okay, ich sehe nichts. I don't see shit. Oh mein Gott. Die Türen wurden entriegelt. Ist jetzt die Frage. Meint die da unten? Meint die das hier?
Also da hier wieder Gegner und so sind, nehme ich an, ich soll hier nochmal hin, ne? Ich meine, hier sind jetzt auch jede Menge Metroids, mehr als vorher. Tatsächlich. Dieser Energy Tank macht mich an, ne? Ich wollte gerade sagen, ist das offen? Das ist offen. Ich sehe doch, dass das offen ist. Alter, geil. Geil. Und hier soll irgendwo noch ein Gegner rumhimmeln. Und es ist laut der Mucke, aber ich sehe es jetzt nicht. Da oben. Na, komm her. Nee, der hat auch so gar keinen Bock, ne? Der hat auch so gar keinen Bock, kann ich verstehen. Vielleicht muss ich wieder die Metroids besiegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin hier gerade wirklich gerade auch ein bisschen überfragt. Das ist ein bisschen zu viel Input. Beinahe schon. Würde ich sagen. Dass man gar nicht mehr wirklich den Durchblick hat, was überhaupt Phase ist. Von da kam ich, ne? Ja. Von da kam ich. Wir können ja mal. Das Ding ist halt, hier ist alles dunkel. Ich kann nichts sehen. Neuer Eintrag wurde in Bahn auf Piraten. Ja, nee. Das ist jetzt nicht so. Ich wüsste halt lieber gerne. Ich sehe halt nichts, ne? Das ist. Ohne das keine Chance. Die Frage ist halt nur, ob ich hier überhaupt hin soll. Also, es gibt ja hier jetzt offenkundig keinen weiteren Weg, ne? Ja, so aus Spaß an der Freude mal das hier noch kaputt machen. Hier ist nichts. Das hier auch noch. Hier ist halt auch nichts. Damit habe ich eigentlich nur noch die Möglichkeit, wieder zurückzugehen. Das sehe ich doch richtig, oder? Würde ich halt schon so sagen. Also ich sehe keine andere Option. Jetzt ist sind die schon wieder respawned? Das ist nämlich genau der, den ich gerade erst besiegt habe. Ja. Alles einfach wieder respawned. Easy peasy, ist in Ordnung. Ist nicht so schlimm. Also das Metroids respawn finde ich ehrlich gesagt nicht so geil, weil die sollten ja eigentlich so dieses krass seltene bleiben irgendwie. Okay, die kann mit der Waffe nicht geöffnet werden. Das ist okay, aber dann möchte ich jetzt gleich bitte. Okay, einfach down, Mann. So, jetzt haben wir hier noch einen so einen. Oder haben wir nicht? Doch hier irgendwo. Wo ist er denn? Ich meine, hier ist doch jemand sehr schießfreudig, ne? So, wenn ich das auflade und dann den hier drücke, komme ich auch nicht weiter. Ha. Okay. Ha. Das ist jetzt schon wieder so ein Ding, wo ich mir denke, Alter. Jetzt wollt ihr mich aber auch. Jetzt wollen sie mich aber auch dran kriegen, ne? Unbedingt. So, dass ich auch wirklich gar keine Ahnung mehr habe, was hier jetzt abgeht. Weil, also der andere Raum, wo ich gehen kann, das ist doch eine Sackgasse. Erzähl mir doch nichts. Das ist doch schlicht und ergreifend eine Sackgasse.
Viecher nervig. Ich erinnere mich auch nicht daran, dass es so... Dass es so viele von denen waren. Also jetzt mal ernsthaft, waren das echt so viele? Hat sich hier doch wieder was verändert. Aber kann ja eigentlich nicht. Das Blöde ist nur, wenn ich da jetzt wieder reingehe, werde ich doch sofort feststellen, dass einfach alle Gegner wieder da sind. Ich werde mir denken, oh, was soll die Kacke? Ja. Das ist halt schon ziemlicher Bullshit. Okay. Türen wurden entriegelt. Damit meint er dann aber... Das ist halt die Frage. Meint er jetzt... Muss er die meinen? Unten sind ja die Türen... Die Türen waren unten nicht entriegelt. So. Ist halt ein Fakt, ne? Ist halt ein Fakt. Keine entriegelte Türen unten gewesen. So. Wissen wir. Wissen wir. Können wir so stehen lassen. Ich verliere gerade alle meine Energie. So, das Problem ist aber... Ich komme da oben halt aber auch nicht hin. Na, ich komme ja hier auch nicht weiter. Ich komme da nicht hoch. Es haut halt nicht hin, ne? Und das wäre so meine einzige Idee. Dann muss ich hier vielleicht irgendwas abscannen. Hier ist aber was Rotes. Nochmal was Rotes probieren. Ist nur die Datenbank der Piraten. Ist sozusagen uninteressant. So, aber da es sonst immer heißt, ne, du musst dann mit dem... Aufzug einsatzbereit, bitte Hologramm berühren. Ah, ha, 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 ha. Na, das ist doch etwas. Selbst im Dunkeln musst du die Scheiße da machen. Das ist aber auch, weiß ich nicht. Dann missfällt mir. Das missfällt mir alles sehr. So, ich sehe nichts und ich wüsste gerne... Da will ich hin, ne? Problem ist nur... Ah. Jetzt mal erledigen. Können wir hier locker rüberjumpen. Und dann sind wir doch auch, glaube ich, wieder auf dem Rückweg, oder? Das wäre perfekt, weil da gab es einen Speicherpunkt. Und dann wären wir wieder draußen und könnten wieder sehen und oh, das wäre super geil. Ja. Das hat alles seine Richtigkeit jetzt. Leute, hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich hat der dicke Mann es hier doch herausgefunden, was Phase ist, ne? War gar nicht so wild. Nee, wisst ihr was? Nein. Ich befasse mich doch nicht mit den immer gleichen Gegnern. Nur weil ich wieder in den Raum gekommen bin. Oh, nö. Immer noch so dunkel. Oh. Nee. Mit euch befassen sie mich später. Ich werde an dieser Stelle abspeichern. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, liebe Freunde. Bis dann und ciao.